Und wieder ist St. Martinstag. Der Herbst geht um im Land. Laternen leuchten farbenfroh. Ganz viele sind entbrannt. St. Martin teilt den Mantel still, als er den Armen sah. Und arme Menschen gibt es viel. Wo bleibt St. Martin da? Da braucht er dich, da braucht er mich, die Großen und die Kleinen. So, liebe Kinder, schön habt ihr das Spiel von Martin jetzt uns nochmal gezeigt. Und alle Kinder, die jetzt noch eine Laterne haben, bitte mal hochheben, dass wir das Licht sehen. Mei, schön, schaut. Und deswegen ist es so schön, wenn wir ein Licht haben. Licht verbreitet Wärme, wir sehen etwas, das ist ganz toll. Ganz, ganz wichtig auf der Welt, das Licht. Das ist so wichtig wie das Teilen. Ich könnte sagen, Licht ist so wie Teilen. Wenn wir miteinander teilen, wie es der Martin gemacht hat, dann ist es so, wie wenn wir jemand Licht schenken. Das tut gut und das freut uns einfach. Auf welchem Tier ist Jesus geritten? Wer weiß das noch? Ganz genau. Und warum auf einem Esel? Schaut mal, so viel die Erwachsenen, die schauen jetzt alle auf euch, weil die das gar nicht wissen. Schaut alle auf euch, Kinder. Weil er nicht mehr wollte kämpfen. Gut, er wollte nämlich für den Frieden sein. Für den Frieden. Papa. Deswegen hat der Martin sein Schwert abgelegt, sein Streitross weggegeben, seinen Helm weggegeben und hat eigentlich eher das Licht genommen, das Licht, das er von Jesus kannte. Und er wollte Wärme geben, Wärme schenken und teilen.
Ich habe auch meinen ersten Glühwein, glaube ich, heute getrunken. Das erste. Thank you.